bin Christian Grothoff. Ich forsche in Netzwerksicherheit und Privatsphäre, entwickle dazu freie Software, die wir versuchen, in die Gesellschaft reinzutragen und die Gesellschaft aufzuklären über die Möglichkeiten, die Technik bietet, ihre Daten zu schützen. Wenn wir weiterhin in einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Kontrolle über unsere Daten behalten, weil die Totalüberwachung es eben staatlichen Stellen und Unternehmen zu sehr ermöglicht, unser Leben einzugreifen und uns zu beeinflussen auf Art und Weisen, die uns sehr schädlich sein können. Ich denke, es ist so ein bisschen bei der Informatik wie auch beim Umweltschutz, dass wir Firmen haben, die uns bewusst dazu verleiten wollen, durch mehr zu verschmutzen. Also genauso wie die Ölindustrie und die Automobilindustrie durchaus sagt, ja, kauft doch mehr Autos, fahrt mehr, haben wir eben Firmen, die sagen, ja, wir wollen mehr Daten über euch haben. Und das sind beides einfach sehr schädliche Entwicklungen, die gerade von großen Firmen und mächtigen Regierungen gewollt sind, die aber eigentlich gesellschaftsschädlich sind und denen müssen wir entgegentreten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bürger einfacher ihre Privatsphäre schützen können. Und zwar nicht dadurch, dass sie spezielle Sachen tun, sondern dass das der Computer einfach für sie macht und dass das einfach ist. GNUnet ist unser Versuch, ein neues Internet zu entwickeln, was unseren zivilen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Ein Baukasten, der als freie Software zur Verfügung gestellt wird und verschiedene bestehende Aspekte des Internets zur Verfügung steht oder neu interpretiert. Und es dadurch Anbindungen ermöglichen soll, Funktionalitäten bereitzustellen, die die Daten für die Nutzer besser schützen. Also wir versuchen im Moment die Grundlagen zu legen für Anwendungen wie Telefongespräche, Datentransfer, soziale Netzwerke, Nachrichtenverbreitung. Die Daten gehen nur an die Teilnehmer, die sie wirklich haben müssen. Und kein anderer sieht, dass irgendwas damit gemacht wird. Das heißt, die Infrastruktur ist inhärent neutral. Sie ermöglicht keine Überwachung. Sie ermöglicht nur allen Teilnehmern, sie zu nutzen. Das Interessante ist, denke ich, dass man gute Sicherheit fast nie sieht. Idealerweise würde man auch später als normaler Nutzer vielleicht gar nicht wissen, dass da jetzt GNUnet unten drin ist. Das sind so die Themenfelder, die wir im Moment versuchen, konkret daran zu arbeiten. Und natürlich das Bezahlsystem Thaler. Thaler ist unsere Idee, wie wir denn gerne in der Zukunft bezahlen würden. Im Moment habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich mit Bargeld bezahlen. Da habe ich gute Anonymität und gute Möglichkeiten zum Steuerbetrug. Oder ich kann eben mit Kreditkarte bezahlen. Da bin ich sehr gut überwacht. Und wir hätten gerne einen Mittelweg, wo ich als Kunde anonym bleibe, aber als Händler in der Verantwortung stehe, dass ich keine Steuern erziehen kann, dass der Staat nachvollziehen kann, was ich verkaufe, damit das eben legal bleibt. Eine Gesellschaft kann sagen, wir nehmen Freiheit und dann kann sie vielleicht auch Sicherheit haben, aber wenn sie die Freiheit abschafft, um Sicherheit zu erreichen, wird sie beides verlieren. Und jede Generation muss sich die Freiheit neu erkämpfen. Und es gibt wenige Leute, die in der privilegierten Position sind, das auch da was zu tun und was zu erreichen. Und ich habe den Vorteil, dass ich aus Ausbildungsgründen und persönlichen Gründen eben in der Lage bin, da was zu verändern. Und dann hat man auch die Verantwortung, das Beste dazu geben. Ich bin Christian Grothoff und ich bin der Schuka-Fellow.